Der Sammelbegriff Sophisten bezeichnet Philosophen, die gewerksmäßig Rhetorik, Politik und Philosophie lehrten. Der mögliche Missbrauch der rhetorischen Fähigkeiten hat dieser Schule später einen zweifelhaften Ruf eingebracht, der auch an der Redewendung sophistische Spitzfindigkeiten ersichtlich ist. Mit den Sophisten beginnt die Abkehr von der Naturphilosophie und die Hinwendung zu gesellschaftlichen und moralischen Themen. Der Mensch rückt immer mehr in den Mittelpunkt des Denkens. Auch die Erkenntnisse unseres Denkens unterliegen unserer Menschlichkeit und sind somit von Individuum zu Individuum verschieden. Dies wird deutlich im berühmten Homo Mensura-Satz des Protagoras: Aller Dinge Maß ist der Mensch, derer, die sind, dass sie sind, und derer, die nicht sind, dass sie nicht sind. Der skeptische Grundton der sophistischen Lehre ist durch den schwarzen Grundton angedeutet, auf dem die Münze den beiden Männern je verschiedene Seiten zeigt. Somit entstehen in deren Geist, der durch den Spiegel dargestellt wird, verschiedene Ansichten von derselben Sache, in unserem Fall Kopf und Pegasus. Die Widersprüche der vorangegangenen Naturphilosophen mussten unweigerlich zu diesem Relativismus führen. Gleichzeitig weisen die Sophisten uns eine Methode, mit diesen Unterschieden der Erkenntnisse umzugehen, den Dialog. Über jede Sache gibt es zwei Reden, die einander gegenüberstehen, schrieb Protagoras, einer der wichtigsten Vertreter des Sophismus, neben Gorgias, Antiphon, Thrasymachos. Protagoras wurde um 480 vor Christi geboren und stammte aus Abdera. Mit Leukipp und Demokrit war er bekannt, seine Lehrtätigkeit führte ihn in viele Orte Griechenlands. Wohl seinem großen Ansehen vertrauend, ließ er im hohen Alter sein Buch »Über die Götter« vorlesen, was ihm eine Anklage wegen Religionsstörung einbrachte. Schon herausgegebene Exemplare dieses Buches wurden verbrannt und er selbst floh in Richtung Sizilien. Dieses erreichte er jedoch nie, da er bei einem Schiffbruch den Tod fand. Der um 483 vor Christi in Leontini geborene Gorgias wurde als blumenreicher Redner an vielen Orten Griechenlands gefeiert und geehrt. Er wurde über 100 Jahre alt und starb friedlich mit einem Scherzwort auf den Lippen. Schon beginnt der Schlaf, mich seinem Bruder zu überantworten.